So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Metal Gear 2. Ja, ich habe dann nach dem letzten Part, in dem mir die TV-Karte abstürzte, doch beschlossen, den Part mal zu beenden. Ja, weil, ich hatte 20 Minuten schon voll, die TV-Karte stürzte ab und ich brauchte eine Pause und dachte mir, ach komm, ich mache jetzt einfach einen Schnitt. Ja, jetzt sind wir hier im neuen Part, ja, versuchen jetzt Jungle Evil nochmal zu besiegen. Pass mal auf, ja, das ist nämlich gar nicht so schwer. Erstmal rüsten wir die aus und dann die Raketen und dann sollte das eigentlich gar kein Problem sein. Mein letzten Part haben wir es ja auch schon fast geschafft, obwohl ich zuerst gar nicht gecheckt habe, was ich da eigentlich gerade tue. Oh, ich bin aber auch so dumm und dämlich manchmal, ne? Mann, ey. Was kann ich eigentlich, was? So, Bams. Spawn mal bitte irgendwo immer ganz sneaky. Das Problem ist, lass mich gerade von jeder Kugel treffen irgendwie. Ich schaff's auch nicht mehr, der Gescheite auszuweichen. Ja, genau, Leon. Oh, nee, ey. Das ging bei Metal Gear 1 nicht, dass man die Rakete einfach 180 Grad nach hinten drehen konnte. Meine Fresse. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Das war der Witz, ey. Boah, ich bin so pissig, immer noch. Nein, ich darf nicht pissig sein, weil dann stürzt die V-Karte ab. Ohne Scheiß, das ist immer, wenn ich mich aufrege. Was ist denn das? Ich glaube ja nicht an... Och, fick dich doch, ey. Ich glaube ja nicht an sowas, ne? Boah, stirb einfach, bitte. Aber das scheint ja echt irgendwie Karma-Schicksal-Gedöns zu sein, ne? Nur dann, wenn ich mich aufrege. Wenn alles gut läuft, dann schließe ich die Vorrate nicht ab. Dann läuft alles. Erst wenn mich ein Spiel richtig anfängt, abzufacken. Aber ich glaube, das liegt daran, weil ich dann immer länger am Stück aufnehme, weißt du? Und umso länger ich spiele, desto aggressiver machen mich die Spiele einfach. Wenn ich am Anfang noch richtig gut gelaunt bin, später einfach nur noch... Ich will sterben. Und umso länger die Folge, vielleicht umso länger das alles hier aktiv ist, desto höher ist die Chance abstürzt. Das kann natürlich auch sein. Oh Mann, was ist das denn? So, Versuch Nummer 47.000. Weißt du, das, was ich im letzten Part gemacht habe, plus das, wenn ich den Boss hier besiegt habe, kann ich eigentlich auch in 2 Minuten schaffen. Das macht mich halt einfach am sauersten. Boah, jetzt laber mich doch nicht voll, Mann. Hoppala, das war nicht geplant. Oh, das laufe ich bestimmt sehr automatisch raus. Ich kenne mich doch. So, jetzt. Geh sterben, so. Ja, ich habe mich treffen lassen, ist okay. Jetzt erscheine. Nein! Ich wollte weglaufen, Mann. Das kann ich aber in der Position einfach nicht. Warum bin ich denn so dumm, ey? Jetzt erscheine. Hallo? Hallo? Ach, da hinten ist er. Hä? Da fuck. Das hat er vorhin aber nicht gemacht. Hä? Wie hat mich das Ding... Wieso hat mich das Ding jetzt getroffen? Wieso hat mich meine eigene Rakete gerade getroffen? Was ist denn das schon wieder, ey? Das Spiel macht mich heute fertig. Mal wieder. Das Spiel macht mich nur fertig. Wieso erscheinst du denn jetzt nicht, ey? Dummes Arschloch, Alter. Könnt ihr mich zur Abwechslung mal nicht treffen lassen? Mann. Vorhin habe ich es öfter geschafft, mich nicht treffen zu lassen. Ja, genau, ey. Ich hasse das. Ich will immer weglaufen. Aber das kann ich ja in der Position einfach nicht. Ohne Scheiß, ich lasse mich jedes Mal treffen. Ich kann mich nicht mehr nicht treffen lassen. Das habe ich ja vorhin öfter geschafft, dass ich ihm zuvor gekommen bin. Also kriegt das jetzt nicht mehr hin. Das verstehe ich nicht. Er ist schon rot. Diesmal habe ich noch eine Heilmöglichkeit. So, jetzt heile ich mich lieber. Wir gehen auf Nummer sicher. Los, erscheine. Boah. Ich hätte mich gar nicht heilen brauchen. Scheiße. Hey, Bonusleben. In der Tür. Das ist aber auch gefährlich. Na, Karte 8 aufgehoben. Schön, weil wir eigentlich nicht mal Karte 7 wirklich viel gebraucht haben. Aber okay. Ist okay, Spiel.
Ich sag ja nichts dagegen. So, kann ich jetzt bitte raus hier? Ich will bitte speichern dabei, das wäre auch mal schön. Oh, pff, noch Ding ausgerüstet. Ja, ich hab gesehen, ich habe gerade das Ding ausgerüstet. Oh Mann, ey! Ich verwechsel einfach alle Knöpfe, die man verwechseln kann. So. Hä? Easy! Verstecken. Steh auf! Boah, ich drück diese X-Taste wie so ein Behinderter und es passiert einfach nichts. Oh, das macht mich. Das macht mich auch ziemlich sauer, ne? Dass sowas mitunter einfach nicht funktioniert. Ein Ei. Jetzt habe ich es wieder nicht gelesen. Ei. Ein Ei, das aus dem Biolabor stammt, sieht nicht essbar aus. Sein Zweck ist unbekannt. Ist ja interessant. Mann, jetzt bin ich gleich wieder tot, ey. Das macht mich doch schon wieder richtig. Mach mich. Alter, wie schnell sterbe ich denn hier bitte? Nochmal. Was ist das wieder für eine dumme Scheiße von dem Spiel, ne? Ganz im Ernst. Ach, ich kann mich gar nicht mehr heilen. Na, das ist ja der Witz. Och, nö, ey. Das ist doch. Ach, jetzt muss ich den Wichser schon wieder besiegen. Ich hab doch keine Lust mehr darauf. Ständig dieselbe belanglose Scheiße zu machen. Okay, er hat gespeichert. Boah, leck mich am Arsch, ey. So, jetzt. Stirb ruhig mit der Rakete. Ist in Ordnung. Ganz im Ernst. Ganz im Ernst. So, kann ich jetzt bitte hier rein, ohne erwischt zu werden? Ohne, dass Snake einfach zu behindert ist, um wieder aufzustehen? Weißt du, ich hämmer diese Echtheit wie so ein Behinderter. Es passiert einfach nichts. Es passiert einfach nichts. So, X. Dankeschön. War doch gar nicht so schwer. Okay. So, jetzt hätte ich gerne die Infrarotbrille, damit ich hier rein kann, ohne getötet zu werden. Mach mal frei hier. Dankeschön. Oh, wieso laufe ich denn da rein? Ey, ich bin so dumm. Ich bin aber auch einfach dumm. Na, das kann man echt nicht anders sagen. Das ist ja mit oder eben eine Schuld, was ich hier so veranstalte. So, trotzdem frage ich mich abschließend, was mir diese scheiß Dinger da jetzt bringen sollen. Und das war's hier hinten schon wieder. Mehr gibt's hier schon wieder nicht. Ah! Scheinbar. Oh, nee. Ich kann mal gucken, ob es vielleicht noch eine andere Ausgangstür-Gedöns gibt. Sieht aber nicht so aus. Hä? Oh. Eine Schlange. Okay. Das kriege ich einfach durch mein, durch mein Item-Screen. What the fuck? Was soll mir das jetzt bringen, wenn ich mal frage? Es wird gespeichert. Och nee, ich habe Angst. Ich kriege eine Schlange durch meinen Bildschirm. Das ist ja äußerst interessant. Aber es bringt mir einen Scheiß. Ja, einfach einen Scheiß. Moin, Kollege. Ja, sehe mich ruhig. Ist okay. Ja, wieso habe ich denn immer noch diese Rakete ausgerüstet, ey? Ich bin aber auch so maximal behindert, ey. Boah, die lasse ich ja nicht treffen, ey. Das Spiel macht mich fertig. Das ist einfach zu viel für mich. Ach, guck mal, hier geht's ja noch weiter. Ja, völlig übersehen vorhin. Lol, die sind einfach scheiße Geist. Ah, sehr schön. Okay. Speichern. Das ist gut. Ach du Kacke, ist das großes Gebiet.
Fängt auch schon an zu brechen. Oh mein Gott. Ach lol. Lol. Ich kann ja mit dem Eimer rumlaufen. Wie cool ist das denn? Wahrscheinlich so ähnlich wie der Karton. Ich verstehe nicht so ganz, was mir die Dinger jetzt bringen sollen, wenn ich ehrlich bin. Sie heilen die Tiere in einem Raum nordwestlich von hier. Aha. Was mir die Schlangen bringen sollen. Ja, okay. Hey, ich kann hier sogar durchschießen. Nice! Stirb. Oh, ich laufe noch rein. Ja, yeah, versteckt. Vor die Kante des Todes, ey. Komm mal ruhig nach oben und lass dich erschießen. Genau. So, kann ich hier irgendwie rein vielleicht? Kann ich mir vorstellen, dass ich mich hier irgendwo reinsprengen kann? Das würde jedenfalls das Sinnvollste sein. Weil ich sonst nirgendwo rein kann. Nicht gut aus. Boah, ich weiß nicht, ob ich sterbe, wenn ich da reinlaufe. Warte mal, ich probiere mal die Ecke aus. Okay. Dann laufe ich einfach mal durch. Kann ja nicht viel passieren. Höchstens ich sterbe. Oder passiert einfach gar nichts. Ach nö. Ah, irgendein Störsender. Lol. Das ist eine Eule geworden. Interessant. Oh, warte mal. Oh. Ich brauche eine Karte dafür. Ich komme schon wieder nicht weiter. Hört das auch nochmal auf, dass ich nicht weiterkomme. Warte mal, ich habe eine Idee. Schade. Ja. Ja, Eule, flieg mal los. Drück den Hebel für mich. Oh. Na. Ja. Gut gelaunt. Richtig gut. Was macht die Eule da? Ich gerade komisch geäult. Na, die Schlange war mir immer noch fertig. Ja? Dann flieg mal ruhig los oder so. Ich halte dich nicht auf. Also, warte mal, ich kann ja mit den anderen reden hier, ne? Ich höre Eulen während der Nacht, das ist unheimlich, ich kann nicht schlafen. Weißt was? Während der Nacht schalten sie den Strom aus, sodass alle Laserzäune auch ausgehen. Dann gehen wir rein zum Spielen, solange uns die Erwachsenen nicht kriegen. Oh nee. Okay, ich muss Nacht machen. Wie auch immer das funktionieren soll. Oh, wie soll denn... Ach, nö. Oh, nee, ey. Das, ach, nee, ich bin ein bisschen genervt von dem Spiel. Mal wieder. Wie soll ich denn da reinkommen, Mann? Oh, bei Nacht. Wie kann ich denn Nacht machen?
Weiß ich doch nicht. Oh, nee, ey, ist das nervig. Wisst ihr, was ich jetzt mal mache? Ich hole mal mein Fernglas, dann kann ich doch mich hier cool umgucken. Ja, boah, kann ich auch nur da angucken. Was sollen die blöden Tiere, ey? Wer hat denn so einen Scheiß wieder erfunden, ey? Hier, Quatsch mit der scheiß Eule, die Angst macht, Mädel. Ich habe keine Ahnung und ich habe gerade auch überhaupt keine Lust, das rauszufinden. Oh, meine Fresse, ey. Ich verpiss mich einfach. Lol. Wie lange das einfach gedauert hat. Jetzt bin ich wieder tot, ey. Boah, nee, ey. Oh. Ihr nervt mich alle. Alle. Was? Okay, das Ding funktioniert einfach nicht. Einfach mal ein paar Sachen aufsammeln. Was kostet die Welt? Hm. Ja, ansonsten kann ich mich natürlich nochmal wegfahren lassen mit Stufe 7 und 8 die anderen Dinger erforschen, aber pff, nee. Macht meiner Meinung nach auch nicht besonders viel Sinn. Natürlich, ey. Meine Fresse. Boah, ich habe hier die scheiß 20 Minuten voll, ey. Jetzt nervt mich das Spiel gerade einfach nur. Ich habe halt einfach keine Lust mehr gerade auf das Spiel. Weil ich halt einfach nicht weiß, wo ich hin soll. Weil ich einfach keine Ahnung habe. Dinger fahren noch gar nicht mehr, ne? Und auch jetzt fahren sie wieder. Was willst du eigentlich, du scheiß Schlange, ey? Ich verstehe dich nicht. Oh mein Gott. Nacht! Wie kann ich denn Nacht machen? Mit dem Nachtsichtgerät. Genau. Ohne Witz, ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich werde schon wieder googeln müssen, ey. Das macht mich... Das nervt mich aber so, wie oft ich dieses Spiel einfach im Internet nachgucken muss, weil ich einfach nicht drauf komme. Oder weil kein Mensch da mit normalem Menschenverstand drauf kommt. Das ist ja noch viel mehr das Problem. Mami. Habe ich jetzt zwei davon eigentlich? Ne, immer noch nein. Na gut, dann speichere ich jetzt wenigstens mit der Ration. Das ist doch schon mal ein Anfang. Aber wir sind schon mal eine. Ich habe keine Ahnung. Ich werde im Internet nachgucken müssen. Dann sage ich an dieser Stelle einfach mal vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Metal Gear 2 Solid Snake wieder. Wenn wir hoffentlich weiterkommen. Ja, das wäre sehr schön. Wieso siehst du mich denn, du Affenkopf, ey? Dass die Schlange hier irgendwie durch das Item... Ein bisschen Cruise hat auch seinen Charme. Aber verstehe ich auch nicht so ganz. Eule. Eule ist nachtaktiv. Keine Ahnung. Oh mein Gott, die Schlange eskaliert einfach komplett. Ich habe keine Ahnung.
Bis zum nächsten Mal, Mann. Tschüss.